So, wir schauen. Jailhouse Boogie 1. Gab es da eine Pre-Show? Ich glaube nicht tatsächlich, oder? Gab es eine Jailhouse Boogie Pre-Show? Da, Pen & Paper Pre-Show. Ja, da müssen wir die leider auch gucken. Kommen wir nicht um zu, Kinder. Das Ding ist, die werden wir heute nicht mehr ganz schaffen, die Pre-Show. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Aber wir gucken die trotzdem und gucken wir einfach nächstes Mal weiter. Gab es Pre-Show 1 und 2? Lautstärke ballert auch gut rein, ne? Herzlich willkommen zu Jailhouse Boogie, Hashtag Spitzestifte, dem Pen & Paper Format auf Rocket Beans TV, zumindest einem davon. Wobei heute in einer ganz besonderen Besetzung, denn einer in der Runde fehlt. Simon ist heute nicht dabei. Ja. Am Anfang dachten wir sogar, es sind nur zwei von euch. Am Anfang waren ja nur ihr beide, wart angedacht. Und Eddie hat sich dann zum Glück nachher noch, wurde auch noch inhaftiert, überwinden können. Hat mich doch noch gekriegt. Auch in den Knast einzuziehen, ja. Denn das Setting, das wir heute spielen, ist ein neues. Ist eins der sogenannten Mini-Abenteuer, die wir in letzter Zeit schon mal gespielt haben. Moreton Manor und Dysnomia waren. Das, ich wollte gerade sagen, das dritte ist, glaube ich, Jailhouse Boogie, ne? Alter, bin ich da braun. Hab viel draußen gearbeitet, was? Junger Mann, aber auch viel genascht, sehe ich ihn doch an. Dann zum Beispiel solche Abenteuer. Also, heute mit am Tisch Eddie, Budi und Nils, die drei der vier besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Und Hauke, guten Tag. Ja. Du meinst Filthy Frank. Budi sehe hier aus wie Filthy Frank, meinst du, wegen diesem Anzug. Hey. Ja, schön, dass ihr euch heute hier eingefunden habt. So, wahrscheinlich erstmal, wenn wir schon anfangen, kann man auch ein bisschen Intro zum allgemeinen Ding geben. Ich glaube, ich habe bei dem verschlafen. Da bin ich tatsächlich erst 3 Minuten vor der Pre-Show oder so bin ich da angekommen, weil ich irgendwie die Zeit verpennt habe. Da habe ich schon im Klimansland fest gearbeitet, war also nur noch selbstständig bei Rocket Beans TV. Das war nicht das erste, wo das so war, aber das war das erste, wo wir dann im Klimansland waren. Da war Rocket Beans eine ganze Woche zu Gast im Klimansland. Und dementsprechend haben wir uns auch überlegt, dass wir das da machen. Zusatzhinweis, die Sticker auf meinem Laptop, mit Absicht sollen die Kacke sein. Ich habe mir immer ganz viel Mühe gegeben, die hässlichsten und merkwürdigsten Sticker zu sammeln, die ich so finde. Dann, was gibt es sonst noch Interessantes dazu zu sagen? Ich habe das damals geschrieben, das ganze Abenteuer, und habe es relativ kurz vorher komplett gelöscht und neu geschrieben. Das erzähle ich wahrscheinlich gleich auch nochmal, weil mir dann eine neue Struktur eingefallen ist. Moreton Manor war ja das erste Abenteuer, bei dem quasi der Ort komplett geplant war und sie durften sich dann so frei bewegen, wie sie wollten, was ja sehr gut ankam damals. Auch wenn am Anfang das so viel Ablehnung stieß, als es angekündigt wurde, dass kein langes Abenteuer als nächstes kommt. Dann jedenfalls im Nachgang habe ich dann das immer mehr gemacht und das hier war so vom Ort, an dem es spielt, das bisher komplexeste. Habe ich auch schon mal gesagt, auch die Aufzeichnungen dazu sind sehr, also das würde ich heute nicht nochmal gespielt bekommen mit den Aufzeichnungen, die ich dazu so habe. Ihr habt schon so ein bisschen von mir erfahren, was das heutige Setting ist und wir wollen unsere Charaktere bauen, wie wir das immer in der Pre-Show machen. Wir spielen wieder, kommen wir zu den Formalia, das übliche How to be a Hero-Regelwerk. Das ist diese kleine Version, die ihr schon kennt, wo wir auf Prozente würfeln, alles sehr einfach und es ist auch sehr einfach, sich einen Charakter zu bauen. Zu dem Setting lese ich euch mal einen kurzen Absatz vor. Den hören wir nachher auch nochmal, dann aber in längerer Version. Nur damit ihr auch wisst, was los ist. Ihr habt ja schon eine Mail bekommen, damit aber auch alle Zuschauer wissen, was uns heute denn so erwartet. Das fällt mir jetzt auch wieder auf. Die Anzüge haben sie falsch an, ne? Das haben wir letztes Mal schon gemerkt. Die Zahlen sind falsch auf den Anzügen, weil die Anzüge der anderen angezogen haben. Ich glaube, das ist der von Nils. Eddie hat den von Budi an oder so und Nils hat den von Eddie an. Irgendwie so, keiner hat den Anzug an, den er anhaben sollte. 1970, die USA. Oder Budi hat den richtigen an? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, hier hat Budi noch den richtigen an und im nächsten einen falschen. Die Straßen sind voll von Menschen, die nach dem schnellen Geld oder noch schnellerem Sex suchen. Die Disco-Ära hat die Stadt. Ja, hier ist richtig, da hat Budi Budi an. 2, 21, 4. San Velvento fest im Griff und auf den Straßen fließen Alkohol, Drogen und Körperflüssigkeiten. Die Polizei setzt auf erbarmungslose Härte, die von den Gangs der Stadt mit. Oder? Ja. Selbiger beantwortet wird. Immer mehr miese Typen wollen dabei sein im Spiel um Geld und Macht. Kein Wunder, dass da so mancher auf der Strecke bleibt. Nicht aber unsere drei Protagonisten. Als Mitglieder der berüchtigten Purple Velvet Gang haben sie den
ich da auch schon erzählt. Das war irgendwie, da habe ich einfach nach coolen Wörtern geguckt aus der Disco-Ära und irgendwie bin ich dann auf Purple Rain gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich die ganze irgendwie Prince-Ästhetik so geil fand. Und hab dann gedacht, ja, fuck it, das ist es jetzt. Purple Velvet. Kokainmarkt der Stadt fest im Griff. Ihre Bosse müssen so gut wie niemanden fürchten. Zumindest denken sie das. Denn in letzter Zeit werden die kleineren Banden immer frecher. Mehr und mehr eurer Coups werden gestört und die Polizei frisst immer häufiger auch aus fremden Händen. Nur eine Frage der Zeit also, bis mal etwas wirklich schlimm daneben geht. Oh oh. Weiter an dieser Stelle noch nicht. Ihr könnt euch denken, es ist etwas daneben gegangen, denn ihr werdet heute alle inhaftiert. Ihr landet im Gefängnis The Shell. Dazu erzählen wir später alles noch ein bisschen mehr, wie es da aussieht und so weiter. Und müsst euch jetzt bitte Charaktere überlegen, die ihr spielen wollt. Wichtig ist, alle diese Charaktere müssen Mitglieder der Purple Velvet Gang sein. Sie müssen alle volljährig sein oder zumindest als Volljährige verurteilt werden können. Das heißt, zwischen 16 und 60 Jahren macht eigentlich nur Sinn. Sie sollten ab 60 darf man nicht mehr. Nee, das macht nur körperlich dann einfach irgendwann keinen Sinn mehr, weil dieses Abenteuer wird schwer zu bestehen, wenn ihr körperlich überhaupt nicht in der Lage seid, mitzuwirken. Ja. Also okay. Es gibt schon auch Aufgaben, so wie beim letzten Mal, aber es ist dann schon schwierig. Zur Struktur des Abenteuers. So wie bei den letzten Malen. Wieso ist denn jetzt der Chat wieder da? Ich habe doch gerade den Chat ausgeblendet. So. Den muss ich heute ausblenden, weil es ein technisches Problem mit Twitch gibt, liebe YouTube-Zuschauer. Auch ist es ein sehr freigestaltetes Abenteuer. Ihr könnt euch sehr frei bewegen, aber natürlich ein bisschen weniger als die letzten Male, denn ihr seid Gefangene. Mhm. Das hätte mir mal eher einfallen sollen. Schöner Tipp an alle, die mal Pen and Paper anfangen wollen, unbedingt ein Gefängnissetting. Das ist der absolute Hammer. Ihr könnt nämlich die Leute immer zwingen, wann sie wo sein müssen. Das ist mir aufgefallen. Das ist halt richtig geil an einem Gefängnissetting. Das ist so geil. Du kannst halt immer, wenn du willst, dass irgendwas passiert, was sie nicht mitkriegen sollen, ja, fuck it up in die Zelle, ihr Nasen. Entscheidet, wann sie mit wem reden können und was sie wo finden. Ihr dürft auch nichts besitzen und so. Es ist richtig, richtig einfach. Wie du dich freust. Ja. Dafür habe ich das aber noch viel mehr verschachtelt. Dazu sage ich später aber auch noch mal was. Wichtig für euch, aber es wird so sein. Es gibt eine Vielzahl von Lösungswegen, wie ihr aus diesem Gefängnis entkommt. Denn das wird euer Ziel sein. Ihr müsst raus aus dem dazu, warum und so. Das sagen wir alles später nochmal mehr. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Nur damit ihr wisst, was für Skills eventuell angebracht sind. Verdammt, ey, dann hab ich mir falsche Gedanken. Die greifen. Ich glaube, das ist auch eins der ersten Dinger gewesen, wo ich keine Ahnung hatte, was ihre Charaktere sind. Also da wusste ich vorher überhaupt nicht, was sie vorhaben. Bei Dysnomia haben zumindest manche von ihnen mir noch was gesagt. Bei dem hatte ich wirklich keine Ahnung, glaube ich, was sie alle drei spielen wollen, bis kurz vor der Sendung. Aber richtig doll ineinander, diese Möglichkeiten. Es gibt unzählige Sachen, die ihr in diesem Gefängnis machen könnt. Und manche davon sind für bestimmte Lösungswege sinnvoll, für andere nicht. Manche sind zwingend notwendig, um bestimmte Lösungswege anzugehen. Andere sind ein Bonus und so. Ja. So, jetzt zu euren Charakteren. Sinnvolle Attribute. Natürlich sind eure Charaktere im weitesten Sinne ganz normale Menschen. Ihr könnt also, solltet alles können, was Menschen dem so können. Für nochmal als Auffrischung, wie dieses Regelwerk funktioniert. Ihr verteilt hier unten Punkte. Mhm. Dafür bekommt ihr von mir 400 Punkte zur Verfügung. Damit könnt ihr Attribute. Also, weil die Frage jetzt so ein paar Mal kommen wird, wahrscheinlich ist es aktuell kein Pen and Paper geplant, von dem ich hier erzählen kann. Alle Ankündigungen zum Thema Pen and Paper kommen bei Rocket Beans TV direkt. Also das ist deren Format, das können nur die ankündigen. Also, beziehungsweise ich würde denen die Ankündigung gerne einfach auch überlassen. So. Gute steigern. Die sind unterteilt in Handeln, Wissen und Interagieren. Handeln sind alle normalen handelnden Sachen, also Ausführen von Tätigkeiten. Ich möchte gehen, schwimmen, stehen, schreien. Wissen ist alles, was Wissen betrifft. Einfach klassische intellektuelle Talente. Das betrifft Mathematik, bestimmte Sprachen, solche Sachen. Und Interagieren meint soziales Interagieren. Das sind Sachen wie jemanden überreden, jemanden vielleicht täuschen, solche Sachen. Und da müsst ihr dann einfach schauen, wie viele Punkte ihr darauf vergeben wollt. Am Ende würfelt ihr auf diese Werte. Die sind Prozentwerte sozusagen. Ihr würfelt mit einem W100-Würfel darauf. Und wenn ihr eine 80 hier auf irgendeinen Wert 80 habt, dann habt ihr eine 80-prozentige Chance, das zu schaffen oder eben nicht. Es gibt auch kritische Treffer. Je höher ein Wert, desto besser. Und nochmal die Sonderregel. Am Ende werden alle Punkte, die ihr hier vergeben habt, hier oben hin addiert, durch 10 geteilt. Mhm. Jeder Wert, den ihr über 80 steigert, gibt euch hier 10 Bonus. Und diese Werte für Handeln, Wissen und Interagieren sind so allgemeine Werte. Wenn ihr also eine Tätigkeit, also sagen wir mal, ihr könnt total gut rennen und seid super gut im Baseball, dann wäre es ziemlicher Quatsch, wenn irgendeine Aufgabe kommt, die irgendwie was mit Körperlichkeit zu tun hat, denn ihr scheint ja fit zu sein. Aber ich sag dann, ja, nee, habt ihr nicht, könnt ihr nicht drauf würfeln. Dann müsst ihr auf den allgemeinen Wert für Handeln würfeln, weil ihr so fit seid, dass es grundlegend in eurem Möglichkeitsbereich liegt, dass ihr das schafft.
Da auch ein guter Hinweis, das ist noch besser geworden seitdem das Regelwerk. Also seit der Verein das komplett übernommen hat, das Regelwerk, ist das noch besser geworden, was das betrifft. Auch so mit Geistesblitz und keine Ahnung. Gibt es mittlerweile ganz viele Systeme, die das einfach noch besser auffangen. Diese Idee, dass es einfach unlogisch ist, wenn jemand, der besonders fit ist, auf einmal so gar nicht springen kann oder so. Ist einfach noch einen guten Ticken besser geworden. Das haben wir im Klimansland gemacht, das Pen and Paper. Das ist in den Pferdeboxen aufgenommen, die interessanterweise einfach aussehen wie ein Knast. Klar. Oder wir finden irgendeine ähnliche Tätigkeit. Dann könnt ihr natürlich auch Sachen machen, die normale Leute nicht können. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass jemand von euch Schlösser knacken kann, Waffen bedienen, vielleicht sogar Waffen bauen. Also es ist nicht so absurd, dass jemand von euch Waffen improvisieren könnte. Solche Sachen sind alle denkbar. Ist es dann bei Wissen oder bei Handeln? Das wäre, würde ich bei beiden zulassen. Das hatten wir ja schon mal, dass wir gesagt haben, was ist, wenn ich Waffenexperte bin, dann kann ich die grundsätzlich auch bauen, gehen wir von aus. Also solche Überschneidungen gibt es in diesem Mini-Regelwerk. Wenn ja, das ist sowieso, ist halt immer so ein Thema. Ich glaube, darum mögen, glaube ich, viele Menschen, die einfach so super Regelfans sind, finden natürlich immer Kurzregelwerke scheiße, weil das nicht super spezifisch ist und nicht 100% festgelegt. Aber es ist immer eine gute Frage. Waffenbau, ist das dann praktisch oder ist das dann quasi ein Wissenstalent oder ist es was Handwerkliches eher so? Ne? Weil, also ist das Handeln. Und ich sage ja dann immer, es kann halt beides sein. Ich würde das immer dahin schieben, wo der Fokus deines Charakters ist. Das ist, da profitierst du dann einfach so ein bisschen von. Ob das quasi theoretisches Wissen über die Anwendung von Waffen ist oder ob das praktisches Wissen ist. Und man muss seinen Spielerinnen und Spielern dann auch manchmal zutrauen, dass sie das selber einordnen können. Also, dass sie selber einfach genug auch Wohlwillen mitbringen, dass sie sagen, hey, wenn jetzt mein Charakter Kriegshistoriker ist, dann ist das ein reines Wissenstalent. Die Anwendung eines historischen Bogens ist dann einfach was anderes als das Wissen darum. Aber es ist eben auch nicht völlig absurd, dass ein Charakter von beiden ein bisschen was versteht oder von einem viel und vom anderen ein bisschen was. Wenn du jetzt sagst, ich habe improvisierten Waffenbau, habe ich auf 80 und dann kommt eine Frage zu improvisierten Waffen, würde ich sagen, dann würfel auf das. Ich war nie ein Wort Fan, Werte für Attribute. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, Werte und Attribute. Du kannst bei einem Attribut einen Wert von 4 haben. Wert ist einfach nur ein allgemeiner Begriff. Ein Attribut sind Attribute. Und Werte ist einfach ein allgemeines Wort dafür, was für Zahlen du auf irgendwas hast. Wie Score. Das ist halt einfach, also zumindest ich benutze das so. Was sind deine Werte bei Stärke? Was ist dein Wert bei Stärke? Was ist dein Wert bei Klettern? Das sind zwei völlig unterschiedliche. Also das ist das gleiche Wort für zwei unterschiedliche Dinge. Für ein Attribut oder eben quasi für einen Talentwert. So, der Talentwert, das ist das dann. Das Talent, obwohl es nicht in Wissen ist. Es gibt da Ausnahmen, aber bei solchen können wir ja jetzt, dafür sitzen wir jetzt hier, dass wir sowas nachfragen können. Wen wollt ihr denn überhaupt spielen? Eddie, willst du anfangen mal zu sagen, wer dein Charakter ist? Okay, ich bin Juan Shelley Sheldon, auch genannt die Schelle. aber ihr könnt mich Juan nennen. Auch Juan? Wieso Juan? Das ist auch Juan. Juan oder? Huren, oder? Juan. 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 Juan, ja. Ich bin mexikanisch-amerikanischer Abstammung. Meine Mutter ist Michelle. Die Rodriguez. Mexikanerin, ja. Okay. Michelle Rodriguez. Und mein Vater ist Amerikaner. Ich weiß den Nachnamen Sheldon, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Ja, wie gesagt, Juan. Shelley Sheldon, alias die Schelle. Ich bin 45 Jahre alt. Ist auch geil. Budi war da richtig gut drauf bei dem Abenteuer auch, muss ich ehrlich sagen. Er hat eine Menge Spaß da gehabt. Der Turtle war auch ein Charakter, der ihm Spaß gemacht hat, glaube ich. So. Es war nach Dysnomia gut, dass er gemerkt hat, ich bin doch besser einfach mit so Underdog-Charakteren. Ich bin in der Purple Velvet Gang auch bekannt als der Geldeintreiber, als der Enforcer. Ich werde immer dann überall hingeschickt, wenn es Probleme gibt mit dem Eintreiben von Geld oder anderen Versprechen. Mhm. Ich bin klein, ich bin so 1,62. Es gibt Leute, die würden mir das Attribut cholerisch, jähzornig und aggressiv untermauern. Generell sehr kurzer Geduldsfaden. Ich fühle mich sehr schnell angegriffen. Neige dazu, zu übertriebener Gewalt in falschen Momenten auch manchmal. Ich halte Gewalt tatsächlich für ein valides Lösungsmittel. Ich halte Gewalt für ein valides Lösungsmittel. Ich behaupte selber von mir, es ist eine von mir gepflegte Legende, dass ich mit einer Backpfeife mal jemanden getötet habe.
gibt keine Zeugen dafür, aber war so. Der Ruf eilt mir halt voraus. Ich bin nicht sehr sympathisch. Die Leute fürchten mich, weil sie auch einfach nicht wissen, wann ich wieder ausbreche und was als nächstes passiert und ob man nicht irgendwas, man kann mir sagen, hey, na du, und dann fühle ich mich schon angegriffen und kann in Ultra-Violence dann münden.